So, was haben wir noch? Ah ja, genau. Jetzt müssen wir hier noch von unten rein. Ich lese immer TNT auf diesem Schild. Mein Sohn hat sehr gerne Flöte gespielt. Doch das ist lange her. Er zog aus, die goldene Macht zu suchen und kam nie mehr zurück. Wer weiß schon, wo er ist und was er macht. Die Hübsche? Ja, die habe ich gesehen. Sehr hübsch. Die Frau. Wohnt am Wasserfall der Wünsche. Da bei den Hügeln. Und der Flussquelle. Die musst du dir angucken. Die wirst du mögen. So. So, hier haben wir jetzt alles abgegrast. Abgegrast. La da da di da. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier müsste ich sowieso schon drin sein. Ach, hier war der Laden. La-di-da. Aber da oben war doch noch irgendwie eine zweite Tussi, wo abhaut. Wo uns verrät. Hier haben wir auch eine wunderschöne Statue. An der wir uns ganz sanft reiben können. Guck, da ist sie, die andere. Gehen wir aus dem Weg. Die ruft also auch nur so eine Wache wie die vorige. So, hier haben wir offensichtlich nichts Interessantes. Ach, guck mal, was mir gerade auffällt. Guck mal hier, Mario. Eigentlich, theoretisch gesehen, müsste dieser Mann eigentlich Hario heißen, weil das sieht ja aus wie ein H als ein M. Aber, ja, in vielen Nintendo-Spielen gibt es tatsächlich solche Anspielungen auf andere Spiele. So, hier kommen wir noch nicht ran. Hier oben war das Doppelhaus, genau. Okay, dann haben wir hier schon mal alles weg. Dü-di-dü, la-di-da. So, was haben wir denn hier Schönes? Guten Tag, meine Freunde. Ich habe keine Zeit, lass mich. So, wie man sieht, hier kommt man nicht weit. War also umsonst. So, was haben wir hier? Ein Schmied. Erst wenn mein Kollege wieder auftaucht, können wir dein Schwert härten. Tut mir leid. Ja, die sind normalerweise zu zweit. Aber den Guten finden wir noch. So, da findet sich auch nichts. Geh mal weg. Dankeschön. So, mein Freund. So, ich demonstriere das jetzt mal. Kann ich denn... Ja, geh mal auf die andere Seite bitte. Da kann ich dann nämlich direkt hier reinflüchten. Weil das tut nämlich sehr weh. Ja, da, 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 da. Da, 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 da. Guck. Und das tut sehr weh. Und ja, das bleibt dann über die ganze Zeit über, solange man halt draußen auf diesem Feld ist. Geht man wieder raus, ist es wieder zurückgesetzt. Aber, und hier machen die noch weniger Schaden. Im Zelda für Nintendo 64 haben sie immer ein ganzes Herz abgezogen. Das war sehr bösartig tatsächlich. So, ups. So, guten Tag. Hier ist natürlich nichts zu finden, außer ein Buch, an das wir nicht rankommen, weil das oben auf dem Regal liegt. Ach, warte mal, hier, das könnte man eigentlich auch noch holen. So, hallo. Ich hatte mit meinem Bruder einen Riesenstreit, deshalb habe ich die Tür zugemauert. Wow. Also mit meinem Bruder habe ich auch einen Riesenstreit. Mit dem habe ich ja keinen Kontakt mehr. Aber ich habe die Tür nicht zugemauert. Ich bin einfach abgehauen. Und? Mika, was sagt mein großer Bruder? Ist er noch sauer auf mich? Ja, das muss er. Frag ihn doch. Geh doch hin. Guten Tag. Wenn es dir gelingt, das Ziel in 15 Sekunden zu erreichen, winkt ein toller Preis. Achtung, fertig, los!
Oh, scheiße, falsche Seite. Ich glaube, das haben wir jetzt verbockt. Und mir juckt die Nase und ich kann gerade nicht jucken. Beeilung. Schneller, schneller, schneller. Hallo. 21 Sekunden. Oh, puh. Irgendwas gab's. Da gab's irgendeinen Trick. Ich weiß noch nicht mal, was war da. Konnte man da irgendwo runterspringen oder rüberspringen? Wo war denn das nochmal? Hier. Hey, vergeude keine Zeit, dieses Schild zu lesen. Beeil dich. Ah, hier konnte ich rüberspringen. Ich wusste, irgendwas gab's da. Okay, müssen wir nochmal von vorne. Müssen wir nochmal anfangen. Ich wusste gerade nicht mehr genau. Darf ich nochmal durch? Danke. So, einmal raus und einmal rein. Dann versuchen wir es nochmal ganz fein. So, ein toller Preis. Und los geht's. Da. Und schwupps. Und zack. Und fertig. Bei diesem Versuch betrug deine Zeit 0 Minuten und 11 Sekunden. Super, Glückwunsch, du hast dich qualifiziert. Hier dein Preis, ein Herzteil. Dankeschön. Juhu. Normalerweise schaffe ich das, normalerweise komme ich hier erst etwas später an mit den Pegasus-Stiefeln. Das heißt, ich flitze hier einfach munter überall durch und dann komme ich eigentlich auch passend an. Ich bin jetzt ehrlich gesagt das erste Mal, glaube ich, ohne Pegasus-Stiefel hier, weil ich jetzt erstmal alles oder schon einiges erkunde. Was aber nicht sonderlich tragisch ist. So, was haben wir denn hier noch? Ach ja. Einfach nur ein Spiel, wo man eventuell Geld verdient oder halt nicht. Ich könnte es theoretisch jetzt mit dem Emulator es mir einfach machen. Ich demonstriere das gerade mal. Könnte nämlich mich hinstellen, einmal mit dem Emulator speichern. Kleines Spielchen gefällig. 20 Rubine und du kannst eine Truhe öffnen. Das bezahlen? Ja gut, das passt. 20 bezahlt, 20 bekommen. Ist nicht schlimm. Geh mal raus, geh mal wieder rein. Wenn man weniger bekommt, lädt man neu. Wenn man mehr bekommt, speichert man. So einfach. Yay, dankeschön. Einmal speichern. Nee, warte, ich gehe erst raus. So kann man zum Beispiel sein Geld vermehren. Funktioniert übrigens auch bei Endbossen. Das heißt, kurz bevor dass man in den Endbossraum betritt, speichert man hier einfach ab. Und wenn man krepiert, lädt man hier einfach wieder. Das werde ich auch hier im Let's Play wahrscheinlich nutzen. Aus dem einfachen Grund, ich habe keinen Bock. Weil es gibt diverse Endbosse, wo ich wahrscheinlich mehrmals versagen werde. Und ich habe definitiv keinen Bock, da nochmal komplett hinzulaufen. Dementsprechend, ne? So, eine Truhe meiner Wahl. Wieder 20. Dementsprechend, seid mir da nicht böse, aber ich möchte da auch verhindern, dass das Let's Play unfassbar lange geht oder ich unfassbar lange an einer Stelle stehe. Und wieder 50, danke. Ich denke mal, das reicht jetzt. Ich habe es euch demonstriert und wir kriegen ja im Laufe des Spiels noch viel, viel mehr Geld. Und, ja. So, was haben wir hier? Hier haben wir den Weg Richtung Osten und Richtung Wüste. Können aber tatsächlich hier noch nicht allzu viel anfangen. Wir sind ja noch komplett am Anfang. Hallo. Da haben wir übrigens den kleinen Bub des Opas, der wo am Ende eingeschlafen ist, aus dem Dorf. Der Bub sitzt hier. Allerdings nicht mehr ganz so anwesend, wie man es vielleicht vermuten würde. So, kommen wir hier rein. Nee, kommen wir nicht. Da ist jetzt ein dicker, fetter Stein vorne dran. Guten Tag. Und jetzt sind wir wieder zu Hause. Man sieht schon hier unser Häuslein.
ja, hier, wo wir angefangen haben. Jetzt sind hier auch böse Wachen unterwegs. Hier geht's zu einem See. Da müssen wir aber auch noch nicht hin. Da vermeide ich jetzt auch mal hinzugehen. Nicht, weil es gefährlich ist oder so, sondern weil ich ja noch nicht direkt zu Beginn alles erkunden will, sondern wir müssen ja auch mal schließlich weitermachen, ne? Krieg mich doch, krieg mich doch. Au! Tja, wo bin ich? Kannst mich suchen. Da, tschüss. So, wir müssen zum Ostpalast und da geht's hier entlang. Ladadi, ladada. So, guten Tag. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Na, schneller. Autsch. So. Und einmal hier runter. Flupp. Und da haben wir den guten Sahasrala. Oder Sahasrala oder was auch immer. Richtig. Ich bin Sahasrala, der Dorfälteste. Und ein Nachkomme der sieben Weisen. Ist das wirklich wahr? So. Ich bin überrascht, dass ein junger Mann wie du nach dem Bannschwert des Bösen sucht. Nicht jeder kann diese Waffe benutzen. Die Legende berichtet, dass nur jener Held das Schwert führen kann, der drei mächtige Dämonen besiegt und die drei Amulette erringt. Ist dir bewusst, was das für dich bedeutet? Bist du bereit dazu? Natürlich. Gut, dann versuche, das Amulett des Mutes aus diesem Palast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, werde ich dir mehr von der Legende erzählen und dich eine magische Kunst lehren. Geh jetzt zum Palast! Ja, ist ja gut, Opa. So, haben wir ein paar Herzer. Hier haben wir noch ein Loch. Das nehmen wir natürlich auch alles mit. Bimplis, hier sind einige Bomben. Und nochmal Geld. Juhu. Wie man sieht, man muss nicht unbedingt irgendwie ständig die ganzen Kisten aufmachen und diese ganzen Minigames machen. Aber natürlich gibt es da noch ein paar von und ein paar lohnen sich auch zu versuchen, weil es da auch Herzteile gibt. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hin muss. Geh mal aus dem Weg. Aua, du sollst aus dem Weg und mich nicht anfallen. Okay, ich glaube, hier war es nicht. Geh weg da! Tschüss. Okay, hier war es auch nicht. Ah, ich kann auch gar nicht rennen. Ach toll, ich kann mich doch nicht mal vorbeimogeln. Blödes Vieh. So, einmal ups. Einmal hier. Lauf wie der Wind. Mal Platz. Ja, man sieht, wenn man hier ankämpft mit der Seite, wo man selber das Schwert hat und sein Schwert ist, ist natürlich ein bisschen blöd. Und danke, liebes Windows Defender. Es ist schön, dass keine Probleme vorliegen. Hätte es mir jetzt aber nicht sagen müssen. Entschuldigung, wenn dieser Ton jetzt auf der Aufnahme ist. Das macht aktuell das ganz gerne, aber es ist noch lange nicht so penetrant wie... Es ist noch lange nicht so penetrant wie diese Aufnahmeerinnerung, wo ich damals immer hatte, wo es dann immer blang, du musst doch aufnehmen. So, danke, mache ich aber gerade. Das ist eher ein dezenterer Ton, wo man nicht gerade gleich einen Herzinfarkt kriegt. So, im Übrigen, willkommen im Ostpalast jetzt. Also das ist unser erster Dungeon. Unser erster richtiger Dungeon mit Endboss, durch den wir uns durchprügeln müssen. Ich warte mal kurz, weil... Deswegen. Böse. Ups, und schnell um die Kurve. So. Wenn man das nicht kennt... und dann... kriegt man doch ganz böse auf die Fressluke. So, ich muss jetzt mal schauen, wo wir lang müssen. Au. Und kriegt natürlich erstmal wieder aufs Maul. Also ich habe das zwar schon sehr oft durchgespielt, aber das heißt natürlich nicht automatisch,
dass ich hier nicht aufs Maul kriege, dass ich hier komplett imba durchkomme. Das heißt es natürlich nicht. Ich kriege genauso aufs Maul. Vielleicht etwas weniger als die Leute, die das noch nie gespielt haben. Aber ich kriege definitiv auch aufs Maul. Ob ich jetzt so große Klappe habe oder nicht, ist egal. Ich kriege auf jeden Fall aufs Maul. Ich werde auch diverse Male krepieren. Das ist vollkommen normal. So, guten Tag. Bläh. Kannst du mal aufhören? Bei denen kann man das wenigstens vorhersehen, wo sie langlaufen, weil, wie ihr schon seht, die gucken immer in diese Richtung, wo sie gleich hinlaufen. Da kann man das so ein bisschen einschätzen. So, was kriegen wir hier? Ein Kompass. Vielen Dank, du hast den Kompass gefunden. Damit kannst du das Versteck des Kerkermeisters finden. Ja, und zwar ist hier halt Zeug eingezeichnet wie, ja, unten direkt nebenan sieht man zum Beispiel die Truhe, da unten sieht man den Eingang und da oben sieht man diesen blinkenden Totenkopf, wo halt der Endboss sein Räumchen hat. Düpdidü, düpdidü. Ha, Quatsch. Moment, Moment, das wollte ich ja auch noch. Warte. Mika, ich bin es, der Dorfälteste. Der Dorfälteste Sahasrala. Ich muss erstmal die Stimme wiederfinden. Ein guter Rat von mir. Mit diesem Schatz aus diesem Palast kannst du gepanzerte Gegner bezwingen. Lass ihn dir nicht entgehen. Naja, gepanzert. Ich frage mich, wie Pfeil und Bogen durch eine Panzerung durchkommen soll. Also in der Hinsicht war das auch ein bisschen merkwürdig. Weißt du, mit dem starken Schwert drauf prügeln funktioniert nicht. Was? Verschlossen? Ach, na, dann brauchst du hier wohl den großen Schlüssel. Ich weiß zwar nicht, wie so mickrige Pfeile, so mickrige kleine Furzpfeile durch so eine Rüstung durchkommen sollen, wenn so ein fettes Schwert das nicht schafft, weißt du, aber ist in Ordnung. So, guten Tag. Jetzt können wir hier die ersten Feen fangen. Einmal Flasche, zweimal Flasche. Hat den Sinn, dass diese Damen uns den Arsch retten, sollten wir einmal krepieren. Das gibt uns eine Chance nochmal, ja, wie so ein zusätzliches Leben. Das ist ganz praktisch, vor allem bei Bossen, die wo echt böse abgehen. Der Nachteil ist, die füllen halt nicht komplett alles auf, wenn du viel mehr Herzen hast. So, und diese Dinger da oben, diese Kugeldinger da oben, die sind auch ganz mies. Weil die sind unsterblich, unverwundbar und machen böse Aua. Ups und schwupps. Lauf! Rennen! Rennen wie der Wind! Oh, da unten habe ich sogar noch was vergessen. Ich wusste, ich hätte erst nach rechts gehen sollen. Aber gut, das kann man im Nachhinein ja auch nochmal holen. Ist ja nicht so, dass der Tempel komplett abgeschlossen ist, wenn man den, also verriegelt ist im Sinne. Nicht abgeschlossen fertig, sondern abgeschlossen verriegelt, wenn man komplett alles fertig hat. Das ist ja nicht der Fall. Jetzt... Komm her, du Sau! Ups, ups. La 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 la. Konnte man die nicht auch hier so? Ja, sehr schön. Bäh, bäh. Geh weg. Yeah. Du hast den großen Schlüssel. Damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagen. Bäh, und ich laufe jetzt mit Sicherheit mal erstmal in diese Viecher rein. Schnell durch! So. Whoops. So, fertig. Und da sind wir schon wieder. Tada! Und wir haben den Bogen gefunden. Jetzt verschieße
Pfeile, solange dein Vorrat reicht.